Die Umgestaltung des Domplatzes war das alles überstrahlende Thema der August-Stadtratssitzung. Neben der umfangreichen Vorlage der Verwaltung gab es dazu noch insgesamt 9 mehr oder weniger umfangreiche Änderungsanträge aller Fraktionen und einzelner Stadträte. Insgesamt sollen die Umgestaltung des Platzes nach aktuellem Stand 3,8 Millionen Euro kosten, die allerdings nicht auf einen Schlag aufzubringen sind. Daher ist die ganze Umgestaltung in 7 Module unterteilt, die jedes auch einzeln für sich zu realisieren wären, sodass sich die Umgestaltung über mehrere Jahre erstrecken dürfte, je nach finanzieller Leistbarkeit. Da so ein umfangreiches Projekt nicht ohne die Magdeburger zu realisieren wäre, wurde die Bevölkerung schon frühzeitig mit einbezogen. Es gab eine Infoveranstaltung im Rathaus und die Pläne wurden im Infopavillon am Kloster vorgestellt, wo jeder dazu seine Meinung äußern konnte. Die wurden zu Beginn der Beratung vom Bau beigeordneten Dieter Scheidemann für die einzelnen Module vorgestellt. Den größten Streitpunkt gab es gleich zu Modul 1, der Bepflanzung und Grünstruktur. Hier ist geplant, die Doppelreihe der mit den Jahren immer größer werdenden Linden an der Nordseite des Domes wegzunehmen, um die Sicht auf den Dom wieder freizulegen, was allgemein Zustimmung findet, außer bei den Grünen. Der Wegnahme der Bäume steht natürlich auch die Baumsatzung der Stadt entgegen. Deswegen wurde von der Verwaltung ein Gutachten bei einer unabhängigen Anwaltskanzlei in Auftrag gegeben, um die Möglichkeiten auszuloten. Die fand man, wie Ordnungsbeigeordneter Holger Platz erläuterte, im § 67 des Bundesnaturschutzgesetzes, das eine Ausnahme bei überwiegend öffentlichem Interesse zulässt. Das heißt laut Gutachten, wenn zum Beispiel die denkmalschutzrechtliche barocke Wiederherstellung des Platzes angestrebt wird, wäre eine Wegnahme der Bäume naturschutzrechtlich vertretbar. Barock heißt, den Platz so zu gestalten wie im 18. Jahrhundert, sodass die Bäume klein gehalten und regelmäßig beschnitten werden. Da das natürlich nicht nur in einer Reihe geht, schlug der OB vor, alle Bäume auf dem Platz zu entfernen und neu zu pflanzen, die dann regelmäßig beschnitten werden. Ein weiteres Modul, das allgemein großes Interesse hervorrief, ist die Darstellung der historischen Spitzgräben, einmal im Pflaster, andererseits auch durch Wasserspiele. Gedacht ist da an 66 Wasser- und 33 Nebeldüsen, die ebenerdig die Gräben widerspiegeln sollen. Diese Idee findet weitestgehend Zustimmung auch bei der Bevölkerung, wobei es einzelne Stimmen auch für einen Monumentalbrunnen gab, denen speziell Reinhard Stern, CDU, Gehör im Rat verschaffte. Auch er plädierte für einen Brunnen. Dazu entgegnete der OB, die Wasserspiele hätten einen historischen Bezug, ein Brunnen nicht, zumal der in Platzmitte die Bespielung des Platzes zum Beispiel durch das Theater verhindern würde. Die Düsen würden dagegen nicht stören und könnten einfach abgestellt werden. Dazu gibt es allerdings auch Meinungen, das Sommertheater doch lieber wieder auf die Seebühne zu verlagern. Dieser Meinung ist der Kulturbeigeordnete jedoch nicht. Also es war bisher das mehrheitliche Wille des Stadtrates, den Domplatz verstärkt zu beleben, nicht zuletzt durch kulturelle Veranstaltungen. Ich denke, das ist uns gelungen. Das ist das Open Air des Theater Magdeburgs, aber ich erinnere auch im Umfeld Mörgenfugteigarten, im Domgarten selbst oder am Bastion Kleve finden kulturelle Veranstaltungen unterschiedlicher Art statt. Und wir haben in diesem Jahr im Open Air über 18.000 Besucherinnen und Besucher gehabt, die nach Magdeburg gekommen sind oder Magdeburger selbst, die das Open Air des Theaters wahrgenommen haben. Ich denke, wir haben damit mehrheitlich gezeigt, dass der Domplatz durchaus belebt werden kann und das war bisher auch mehrheitlich im Sinne des Stadtrates. Also ich denke, dass wir inmitten der Stadt auch kulturell Flagge zeigen sollten und das Flaggschiff, sage ich mal, Theater Magdeburg, hat hier auch sicherlich eine Aufgabe. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man die Aufbauzeiten verkürzen könnte, dass man hier mit dem Theater nochmal ins Gespräch kommt und ich sehe auch eine Möglichkeit, das ist natürlich immer auch eine Frage dann des Geldes, dass man die Zaungestaltung besser als bisher gestalten könnte. Ich denke, da sehe ich auch Optimierungsmöglichkeiten, auch Notwendigkeiten, aber grundsätzlich sollte man an der Bespielung des Domplatzes auch durch das Theater Magdeburg festhalten. Trotzdem noch ein Wort zur Seebühne. Kann man die auch wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt rücken? Ja, die Seebühne liegt ja bei der MVGM.
Und da finden ja auch Veranstaltungen statt. Jetzt am kommenden Wochenende findet ja statt das Silly-Konzert und andere Veranstaltungen. Also es ist ja nicht so, dass dort nichts stattfände. Aber die Seebühne hat bestimmte Gegebenheiten und der Domplatz ist eben in der Mitte der Stadt, der wichtigste Platz der Stadt letztendlich. Und dieses Ambiente sollte man wie auch in anderen Städten, sagen wir Erfurt etwa, aber auch in anderen Städten nutzen, auch für Touristen, die auch das Ambiente des Domplatzes nutzen wollen und dieses mit einer qualitativen Kultur verbinden wollen. In diesem Sinne verliefen dann auch die verschiedenen Abstimmungen. Der Änderungsantrag der Grünen, die Baumreihen vor dem Dom zu erhalten, wurde abgelehnt. Ebenso der Änderungsantrag von Bernd Krause, Linke, der unter anderem Sportanlagen auf dem Platz vorsah. Und auch der Brunnen fand nur bei 4 CDU-Stadträten Zustimmung, zu wenige. Die Schlussabstimmung der Vorlage mit vielen Ergänzungen durch die Fraktionen, zum Beispiel zum Verkehrskonzept, zur Beleuchtung, zu Steinpatenschaften, Schachtischen, Gastronomie und mehr, zeigte dann große Zustimmung zum Vorhaben, den Domplatz, der momentan teilweise wirklich ein Bild des Jammers bietet, in den Jahren bis 2014 zu alter Schönheit zu verhelfen. Lediglich Reinhard Stern, CDU, und Hilmar Schönwerner, Linke, stimmten dagegen. 11 Räte von CDU und Linke enthielten sich. Zustimmung fand auch ein Antrag der Fraktion SPD Tierschutzpartei Future, eine Bewerbung Magdeburgs zur Ausrichtung der Landesgartenschau 2018 zu prüfen. Davon sollen speziell die Stadtteile im Südosten Magdeburgs profitieren. Da jedoch viele Flächen in diesem Bereich nicht der Stadt gehören, dürfte das schwierig werden. Daher schlug die CDU Bund für Magdeburg-Fraktion vor, die Landesgartenschau doch lieber in den Stadtpark zu verlegen. Dort könnte es aber wiederum Probleme bei Hochwasser geben. Letztlich und auf Antrag des Finanzausschusses einigten sich die Räte, eine stufenweise Prüfung der Machbarkeit mit Prüfung der Machbarkeit im Stadtpark in Auftrag zu geben. Das muss relativ schnell gehen, denn die Bewerbung muss bis Jahresende beim Land gestellt werden. Im Frühjahr 2012 soll bereits die Vergabe sein. Ein anderer Antrag, der schon im Vorfeld viel Interesse fand, war der zur Ausrichtung der Theaterausstellung im nächsten Jahr, vorgelegt von den Fraktionen SPD, Tierschutzpartei Future und der Linken. Die erste deutsche Theaterausstellung von 1927 jährt sich 2012 zum 85. Male. Dazu noch einmal Rüdiger Koch. Ich finde es ein hochinteressanter Antrag. Im nächsten Jahr wird die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft nach Magdeburg kommen, in den Messehallen, dort eine Ausstellung durchführen, aber auch Bühnenbildsituationen dokumentieren und wird seit 1927 erst das zweite Mal wieder in Magdeburg sein. Wir haben ein ganz bedeutendes Jubiläum. Die Deutsche Theaterstellung hat ja Furore gemacht, weit über Magdeburg hinaus. Die Chicago Post hat zum Beispiel darüber berichtet. Und ich meine, dass es sinnvoll wäre, ich weiß von Aktivitäten des Forums Gestaltung, die auch hier einen eigenen Akzent setzen wollen. Ich denke, wir sollten auch die Stadt ein Stück weit beleben, interessieren dafür. Und das Puppentheater selbst war ja auch ein Stück weit mittelbar involviert, weil das erste Mal hier das Puppentheater auch als eigenständige Sparte aufgenommen wurde in die Sparten des Theaters. Und zwei Jahre später ist ja der Weltpuppentheaterverband gegründet worden. Und dazu gehört sicherlich auch, dass man die Stadthalle, das Umfeld der Stadthalle, den damaligen Ausstellungsort auch kulturell, theatralisch bespielen sollte. Von daher finde ich den Antrag interessant und ich unterstütze ihn persönlich nachhaltig. Gerade die alten Magdeburger verbinden natürlich die Ausstellung auch mit der Stadthalle, die ja dort dafür gebaut wurde. Kann man an der Stadthalle selber auch ein bisschen was machen oder ist da immer noch mit den Finanzen doch mehr oder weniger duster? Naja, ich verbinde das jetzt nicht mit der Sanierung der Stadthalle, das wäre auch zu viel versprochen. Aber ich denke, die Stadthalle ist eben ein Bauwerk, das diese bedeutende Geschichte hat. Und vielleicht kann es dazu beitragen, wieder das Augenmerk auf die Stadthalle verstärkt zu richten. Die Diskussion ist ja schon lange im Gang. Man hätte aus meiner Sicht vielleicht früher schon versuchen können, in etwas finanziell besseren Zeiten die Stadthalle zu sanieren. Aber ich denke, das ganze Umfeld jetzt, die Stadthalle einbeziehend in Verbindung mit der Deutschen Theaterstellung an diese bedeutende Geschichte der Stadt zu erinnern, dazu könnte die Theaterausstellung beitragen und sicherlich der Stadthalle würde es auch nutzen. Wie die meisten der neuen Anträge wurde auch dieser erst einmal in die Ausschüsse zur weiteren Beratung überwiesen. Ebenso erging es einem Antrag der Bündnisgrünen, Aufträge für vorgezogene Maßnahmen beim Tunnelprojekt am Hauptbahnhof
erst nach Vorliegen des Planfeststellungsbeschlusses zu vergeben. Den wollten die Einreicher eigentlich gleich direkt abgestimmt haben. Dem folgte die Mehrheit des Rates jedoch nicht und so macht auch dieser Antrag, mit dem versucht werden soll, das Projekt doch noch zu verhindern, einen Umweg über die Ausschüsse. So erging es auch dem Antrag der Fraktion SPD-Tierschutzpartei Future zur Ausarbeitung von Leitlinien zur Vermeidung von Tiertötungen im Zoo. Zu den Gründen dieses Antrags Lothar Tietke von der Tierschutzpartei. Grundlage bildete praktisch die Tatsache, dass das Oberlandesgericht in Naumburg die Revision des Magdeburger Zoodirektors bezüglich der Tötung von 3 Tigerbabys verworfen hat. Das war der ausschlaggebende Punkt, wobei ich eben gesagt habe, da müssen wir was vorsetzen, da müssen Leitlinien erarbeitet werden, damit sowas nicht wieder vorkommt. Habt ihr den Antrag eigentlich schon geschrieben, bevor die Zebrafinken auch noch dran glauben mussten oder war das jetzt unabhängig davon? Das war unabhängig davon, aber ich möchte sagen, wichtig jetzt, noch wichtiger dadurch, dass die 27 Zebrafinken getötet wurden, was eindeutig ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz ist. Ne? Und mit diesen Leitlinien könnte man ja sicherlich auch nicht nur dem Magdeburger Zoo helfen, sondern allen Zoos in Deutschland. So ist es, das war ja unsere Intention, dass wir gesagt haben, wir möchten damit eine Grundlage in Magdeburg schaffen, aber auch dann über den Zoo Magdeburg hinaus als Grundlage dann später dienen. Immer um 17 Uhr gibt es per Stadtratssitzung für Magdeburger Einwohner die Möglichkeit, Anfragen an die Stadtverwaltung zu stellen. Manchmal kommt gar kein Bürger, diesmal war es ein halbes Dutzend, sodass die vorgesehenen 30 Minuten sogar überschritten wurden. Eine Anfrage haben wir uns einmal herausgepickt. Vor einigen Monaten bildete sich eine Arbeitsgruppe Stadtmarketing, bestehend aus interessierten Bürgern und einigen Stadträten, die der Stadt in Sachen Web 2.0 und soziale Netzwerke ein wenig auf die Sprünge helfen will. Denn im Gegensatz zu anderen vergleichbaren Städten hinkt Magdeburg jedoch um einiges hinterher. Die Webpräsenz ist in die Jahre gekommen und mit Facebook und Co. hat es die Stadt auch nicht so. Zwar gibt es Twitter- und Facebook-Accounts, die werden von den Usern aber nicht gerade umschwärmt. Private Facebook-Seiten zu Magdeburg haben zum Beispiel ein Vielfaches an Fans, zumal der offizielle Facebook-Account der Stadt nicht alle Möglichkeiten der Interaktion zulässt. Das will die Arbeitsgruppe Stadtmarketing ändern. Da aber bisherige Anfragen per Mail oder Leserbriefe keine große Resonanz bei der Verwaltung hervorriefen, stellte Jacqueline Strauß im Auftrag der Arbeitsgruppe unter anderem die Anfrage, warum die Stadt bislang nicht auf die angebotene Unterstützung eingegangen ist oder ob die Stadt daran kein Interesse hat. OB Lutz Trümper stellte in seiner kurzen Antwort klar, dass die Bemühungen der Arbeitsgruppe sehr wohl wahrgenommen wurden und werden. Aktuell laufe aber die Ausschreibung für eine neue Webpräsenz. Das fertige Konzept soll dann im Verwaltungsausschuss diskutiert werden und erst dann könne die Arbeitsgruppe zum Einsatz kommen. Einem persönlichen Treffen stehe er aber grundsätzlich offen gegenüber, sehe einen Sinn darin aber erst, wenn das Konzept steht. So richtig zufriedenstellend war das offenbar aber nicht. Also es ist eigentlich das Altbekannte, was wir schon kennen von der Stadt, dass man daran arbeitet und dass man es in Auftrag gegeben hat. Das, was mich jetzt allerdings positiv stimmt, ist, dass er ganz klar gesagt hat, wenn ich gerne mal einen Termin haben möchte, dann kann ich den auch bekommen. Und ich denke, die Chance werden wir wahrnehmen, um da vielleicht doch schon bevor diese Ausschreibung endgültig durch ist, schon mal an den Oberbürgermeister heranzutreten. Ich denke mal, diesen Termin wirst du sicherlich nicht alleine wahrnehmen wollen, sondern vielleicht ein paar aus der Arbeitsgruppe mit einbeziehen. Ja. Natürlich. Und was stimmt dich optimistisch, dass sich ein bisschen was an dem Auftritt verbessern könnte? Naja, es stimmt mich optimistisch, dass man überhaupt erstmal dran arbeitet. Das habe ich ja auch gerade schon zum Ausdruck gebracht. Man darf ja auch nicht immer nur meckern. Optimistisch ist auch, dass eben diese Ausschreibung endlich angeleiert wurde. Man hört es ja schon seit langer, langer Zeit. Und wie gesagt, wir hoffen jetzt halt das Beste, dass er auch auf unsere Vorschläge eingeht und uns da auch wirklich dann nochmal zuhört, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist vielleicht. Die Arbeitsgruppe Stadtmarketing bleibt natürlich an der Sache dran. Das weitere Vorgehen wurde auf der Facebook-Seite der Gruppe schon mal fleißig diskutiert. Wer mitdiskutieren will, ist gerne dazu eingeladen. Dass das Kind in den Brunnen fällt, soll beim Schiffshebewerk vermieden werden. Eine unendliche Geschichte, die aber unweigerlich ihrem Ende zustrebt. 3 Tage vor der Stadtratssitzung war OB Lutz Trümper mit den Beigeordneten Rainer Nitsche und Holger Platz in Berlin beim Bundesverkehrsministerium,
um endlich in der Sache voranzukommen. Den ersten Pressemitteilungen nachzuurteilen, mit wenig Erfolg. Nee, das ist nicht richtig. Also es ist ganz klar vom Bund diesmal gesagt worden, dass der Bund bereit wäre, mit uns einen Pachtvertrag zu machen. Das wird er sofort machen. Und er hat sich dann die Freiheit rausgenommen, was ich auch nachvollziehen kann, uns auf die Risiken hinzuweisen, auf die Kosten hinzuweisen, die man hätte bei der jetzigen erst wieder in Betriebnahme. Das ist jetzt ja außer Betrieb genommen worden. Dann haben sie uns aus ihrer Sicht, was der Bund dafür ausgeben müsste, wenn er das tut. Und da sind wir schnell bei 700.000 bis 800.000 Euro im ersten Jahr plus die Kosten für das erste Jahr. Das ist natürlich eine andere Bote als die bisher. Da hieß es immer 300.000 bis 400.000 Euro Betriebskosten und die bringt die Region auf. Das Land 150.000 Euro, Magdeburg 50.000 Euro, den Rest die anderen Gemeinden. Jetzt musst du im ersten Jahr das Dreifache aufbringen. Und du musst dich eigentlich auch verpflichten, das längerfristig zu betreiben. Das würde ja keinen Sinn machen, im ersten Jahr eine Million, im zweiten Jahr sagen, jetzt kommt eine Reparatur, jetzt machen wir dicht. Und darum ist jetzt nochmal eine Entscheidung notwendig in allen, die bisher gesagt haben, wir würden da mitmachen, ob man sich langfristig verpflichtet, jedes Jahr seinen Beitrag dafür zu bezahlen. Wie ist denn diese Erhöhung dieser Kosten für die Wiederinbetriebnahme, wie kommt denn das zustande? Aus meiner Sicht ist das gar keine Erhöhung, weil im 2009 gibt es ein Gutachten, das kannten wir auch schon, das kannten auch jeder der Verein. Da steht die 550.000 Euro drin, die man braucht. Jetzt kommt dazu, sind wieder zwei Jahre vergangen, dass jetzt wieder eine Schwimmerprüfung notwendig ist. Sie ist alle paar Jahre nun notwendig. Und die würde genau im Jahre 2012 fallen, mit 150.000 Euro nach Aussagen des Bundes. Ob das so teuer ist, weiß ich nicht genau. Wäre dem Bund letztendlich auch egal. Wenn wir es übernehmen, ist es ja unsere Sache, was es kostet. Wenn es für uns einer macht für 10.000 Euro, ist auch gut. Aber das sind die Zahlen, die Sie uns genannt haben, was Ihrer Meinung das kosten würde. Ich kenne keine besseren Zahlen, ich bin kein Experte. Du hat ja der Stadtrat bisher immer einmütig hinter der wieder im Betriebnahme gestanden. Haben Sie jetzt Sorge, dass da vielleicht doch ein bisschen diese Front bröckelt? Ich habe da nicht nur Sorge, ich bin selber mit mir im Ringen, weil natürlich wir gerade in der Situation sind, Haushaltskürzung durch das Land. Und da kann ich eigentlich faktisch eine freiwillige Aufgabe, die das ja wäre, die ich übernehmen würde mit einer zusätzlichen Belastung für mehrere Jahre, gar nicht so einfach freien Herzens beschließen. Denn ich muss ja dafür woanders was wegsparen. Sonst würde ich ja meine Haushaltslücke noch weiter belasten. Das wird vielen anderen Gemeinden auch sein. Dann wird das eine schwere Diskussion werden, wo man sich jetzt wirklich politisch überlegen muss, will man das und kann man sich das leisten und ist das eine Finanzdebatte, die wir jetzt gerade führen, auch die Entscheidung, die man treffen kann. Aber wir müssen es jetzt treffen, weil der Bund hat mir nochmal gesagt, wenn wir nicht bis Mai die Entscheidung getroffen haben, dann legt er still, auch sozusagen physisch mit Beton und mit Steinen, weil sie eine Gefahr sind, dass eine Tor da das nicht mehr sozusagen standhält. Und das wird im nächsten Jahr dann passieren, wenn wir bis dahin keine Entscheidung in der Region haben zu der eindeutigen Finanzierung. Da könnte man ja auch ein bisschen Einnahmen generieren, wenn Schiffe da durchfahren oder so, aber das bringt es nicht allzu sehr. Das ist ja die spannende Frage. Ich meine, wenn jetzt massenweise alle Leute immer sagen, wir brauchen das ganz dringend, dann wäre ja natürlich auch ein Riesenbedarf da. Natürlich würden wir dann, wenn wir es privat betreiben, kostet das Geld, wenn ich da durchgeschleust werde. Was da reinkommt, kann ich aber nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wie viele Leute im Jahr dann durchfahren würden und was das für eine Einnahmesituation bringt. Muss man austesten. Aber dazu muss ich erstmal auf sein. Das ist der springende Punkt. Aber dazu braucht es eben die Bereitschaft der Stadt und des Umlandes, die finanziellen Mittel bereitzustellen. Nach Ansicht des Fördervereins sind das aber weit weniger, als Berlin in den Raum stellt. Ja, der Oberbürgermeister hat uns über Herrn Nitscher am Dienstag in der Vorstandssitzung berichtet. Und danach ist die neue Idee, und da würde auch der kommunale Schadensausgleich nach meiner Kenntnis mitmachen, besteht darin, dass ein langfristiger Pachtvertrag geschlossen wird. Das haben wir früher immer aus Haftungsgründen abgelehnt, also auch die Stadt. Aber wenn es nur für die touristische Schifffahrt ist, dann ist es natürlich möglicherweise ein Weg. Und wir als Förderverein haben uns dann nach langer Kontroverse, auch kontroverser Diskussion, aber einstimmig dazu entschieden, den Oberbürgermeister dahingehend zu unterstützen. Das heißt, er muss jetzt sehen, wie er in der Regionalversammlung beispielsweise Magdeburg eben von der Region einen Beschluss fassen kann und da irgendein Konstrukt zusammenkommt, dass man so einen Pachtvertrag abschließt. Wie wollt ihr aber die Finanzen zusammenkriegen? Es ist ja nur wieder teurer geworden, weil eine Schwimmerprüfung nächstes Jahr ansteht. Also da haben wir ganz andere Informationen, dass die Schwimmerprüfung da 200.000 Euro oder irgend sowas kosten soll. Das stimmt nach Auskunft unserer Veteranen vom Schiffshebewerk überhaupt nicht. Da geht es sicherlich um eine fünfstellige Summe, aber nicht um solche Summen. Und ich denke, das ist jetzt unsere letzte Chance. Wir haben ja immer gestritten, wie viele Kosten sind da angemessen, um das zu unterhalten. In dem Moment, wo ein Pachtvertrag geschlossen wird und die Stadt einiges oder die Region einiges schultern muss, haben wir es natürlich selber in der Hand. Und wir werden auch das Personal zusammenstellen müssen. Und da müssen wir eben sehen, dass das auch Personal ist, was möglicherweise zur Verfügung gestellt wird, vielleicht aus dem Kreis Bürgerarbeit oder wie auch immer.
Brief an den Bundeskanzler, Bundeskanzlerin ist meiner Ansicht nach rausgegangen. Ist rausgegangen? Ja. Ist unterwegs. Und es hat ein Gespräch gegeben, was eine CDU-Bundestagsabgeordnete mit Frau Merkel geführt hat, meines Wissens. Aber über die Ergebnisse bin ich als Grüner noch nicht informiert, aber es soll stattgefunden haben. Und wird Peter Fechner weiter klagen? Peter Fechner wird sicherlich jetzt, hat erstmal, wir haben ja bisher nur entschieden, dass wir die Berufung beantragen, dass überhaupt eine Berufung möglich ist. Das hat er unterstützt. Das kommt natürlich dann auf die Gesellschafterversammlung auch der MVB und der Weißen Flotte irgendwo an. Aber ich denke mal, dass wir auch diese Schiene nicht völlig außer Acht lassen sollten, bevor die Tinte richtig trocken ist. Aber auch bei Gericht, diese Dinge, die brauchen immer sehr viel Zeit. Also insofern denke ich mal, ist jetzt das Wesentliche, diesen Pachtvertrag vielleicht durch die Gremien zu bringen. Kurze Frage, kurze Antwort. Optimistisch wird nächstes Jahr eröffnet? Ja oder nein? Im Moment habe ich wieder das Gefühl, ja. Möge das Gefühl nicht trügen. Bereits erfolgreich und das seit einigen Jahren ist die FDP-Ratsfraktion mit ihrem Projekt Kulturschultüte, die die Magdeburgische Gesellschaft von 1990 an alle ABC-Schützen in der Stadt verteilt. Dazu Fraktionschef Hans-Jörg Schuster. Wir haben dieses Jahr die 5. Kulturschultüte und die ist natürlich nicht neu ausgedacht, sondern es ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung der seit 2007 verteilten Kulturschultüte. Deswegen frage ich mal, was ist dieses Jahr alles drin? Ja, das müsste ich ablesen, wenn ich das ganz kurz darf. Es haben also eine ganze Reihe von Unternehmen sich wieder beteiligt und wir haben also aus dem Theater, aus dem Konservatorium, vom Zoo, vom Puppentheater, der Jugendkunstschule, die Magdeburger Museen haben sich beteiligt, der Elbauenpark, die Stadtbibliothek, die Grüne Zitadelle und die Minigolfanlage in der Lerchenbühne. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, aber es war wieder eine rege Beteiligung. Das heißt, die stellen alle Gutscheine zur Verfügung? Die stellen Gutscheine zur Verfügung. Der FCM, habe ich jetzt hier vergessen, der gibt zum Beispiel die Möglichkeit, an einem Fußballspiel teilzunehmen. Man kann sich in der Bibliothek, kann man sich also Bücher ausleihen. Man kann das Museum besuchen, auch mit seinen Eltern. Es ist ein Zoobesuch dabei und natürlich auch eine ganze Reihe von Dingen, mit denen sich die Schüler, die Kulturschultüte ist ja für die Schüler, Schulanfänger, mit denen sich die Schulanfänger auch beschäftigen können, so zum Beispiel ein Malbuch. Das heißt, sie müssen nicht alles sofort machen, man kann das ein bisschen über das ganze Schuljahr strecken, denke ich mal. Ja, die Kulturschultüte ist also nicht unbedingt das, was die Kinder am ersten Schultag mit nach Hause nehmen sollten, sondern das bekommen sie von den Klassenlehrern gezeigt. Sie machen dann die Tüte auch mal auf und schauen sich die Vielzahl der Dinge an. Die kluge Klassenlehrerin sammelt das dann wieder ein und editiert das natürlich mit jeweils dem Namen der Kinder und dann wird das im Rahmen des Unterrichts, des Heimatkundeunterrichts, des Zeichenunterrichts, also Kunsterziehung, wird das dann peu à peu abgearbeitet. Also da können sich die Kinder ein ganzes Jahr mit beschäftigen. Wie viele Tüten habt ihr insgesamt gepackt sozusagen? Ja, das ist eine Zahl, die ist mir jetzt nicht gerade im Kopf, aber also ich selber habe für 4 Schulen ausgefahren und die Frequenzen in den Grundschulen sind ja so schlecht nicht. Wir sprechen zwar immer davon, dass wir also noch immer ein Geburtendefizit haben und dass wir einen Geburtenknick haben, aber die Zahlen zeigen wieder nach oben und wir haben Klassenfrequenzen immer so von 12, 15 Kindern. Ein bemerkenswertes Projekt, das also seit 5 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes Schule macht. 1870 Erstklässler profitieren dieses Jahr davon. Die nächste Stadtratssitzung ist planmäßig am 22. September.